Hier ist der Dr. Einstein heute mit einem neuen Video und zwar habe ich heute für euch den Atomstack X70 Max. Ich habe gerade überlegt, es gibt immer auch den A70 Max, da habt ihr eigentlich keinen Unterschied, lediglich die Farbe ist hier anders, aber der Laser ist genau derselbe. Ja, ist ein toller Laser mit 70 Watt und 35 Watt zum Umschalten. Da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Ich will euch auch einiges zeigen, was ich mitgemacht habe. Aber zuerst fangen wir mal an, ein paar Grunddaten hier mal zu sagen. Weil man sieht hier, das Ding ist einfach groß. Und diese Größe hat natürlich viele Vorteile. Man kann damit viel bearbeiten. Vor allen Dingen hat es mich jetzt tatsächlich so angefixt. Ich habe im Garten draußen, ich habe so Schieferplatten rausstehen und die hätte ich das damals schon gehabt, damals voll geil lasern können und dann hätte ich die praktisch einbetonieren können. Es gibt auch oft an der Hauswand so Schieferplatten, wo man einen Briefkasten so befestigt, auch da voll geil, kann man seinen Familiennamen drauf lasern oder andere Sachen mit und das schaut einfach auch cool aus. Dafür ist natürlich der Laser ideal, mit solchen Abmaßen von 1056 x 1168 mm, also ein Meter über ein Meter, das ganze Teil. Bearbeitungsfläche sind 850 x 800 mm. Also da kann man schon ordentlich was mitmachen. Ja, interessant natürlich für den gewerblichen Gebrauch, natürlich bei so einer Größe, also wie ich es gesagt habe, so im Gartenbau und so, da kann man schon ein paar Ideen umsetzen. Muss man nicht, wie gesagt, ist bloß so ein Anreiz, aber ist auf jeden Fall ein saucooler Laser. Unabhängig mal jetzt der Größe, haben wir hier auch 70 Watt Leistung und das ist natürlich schon ordentlich. Ich habe dann auch geschnitten mit dem und so weiter. Gucken wir uns dann später mal an. Aber auch, wie gesagt, wir haben hier so viele Sachen dabei, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also wir haben natürlich wieder das Bedienpanel mit dabei, das ist hier mit drauf. Hiermit lässt sich natürlich auch offline das Ganze umsetzen. Hat einen riesen Vorteil, man kann daheim vorbereiten und dann geht man dann zu irgendjemandem, wo man was umsetzen möchte. Und dann kann man diesen Laser dann, wie gesagt, offline auch benutzen mit den Dateien, die man da mitnimmt. Das ist auf jeden Fall möglich, das kennen wir auch, das ist jetzt nicht neu bei Atomstack. Finde ich eine ganz coole Option, dass man das dabei hat. Ansonsten kann man über das Display halt ein paar Einstellungen vornehmen. Und ja, was ist denn dann noch neu dabei? Wir haben hier den Autofokus noch mit dabei, den muss man Lightburn einrichten und dann kann man hier fokussieren. Geht aber auch manuell. Ich habe tatsächlich hier, bin ich ehrlich, den Autofokus nicht benutzt. Kann man machen, wenn man länger damit arbeitet. Ich habe hier für die Werkstücke das relativ simpel gemacht, habe es mal kurz getestet. Ist jetzt auch kein Akt. Wir haben ja auch hier, man kennt es ja auch wie immer, unsere Treppenstufe dabei fürs Schneiden, Gravieren. Und das habe ich getestet, funktioniert wunderbar. Also keine Sorge, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, diesen Autofokus einzurichten oder irgendwas. Ihr könnt es auch manuell machen. Ist aber optional mit dabei, finde ich ganz cool. Da geht es nämlich einfach, was man hat, das hat man. Nice to have, ja. Und was haben wir denn noch? Ja, wir haben eine sehr hohe Genauigkeit hier beim Laser, nämlich von 0,01 mm bei einer Geschwindigkeit von 400 mm pro Sekunde. Das entspricht 24.000 mm pro Minute. Ja, das ist cool, weil man einfach schnell und genau arbeiten kann. Wir haben hier auch eine Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm, ein Zehntel. Und das ähnelt schon den ganzen Modellen, die ihr auch davor getestet habt von Atomstack. Also man hat hier an der Qualität alles beibehalten, wie man es auch kennt. Ja, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Na, dieser Laser ist natürlich schon groß hier, hat natürlich ordentlich Power, damit lässt sich natürlich einiges mit schneiden. Ich habe hier auch Hartholz geschnitten, wie gesagt, mal gucken uns das alles im Einzelnen gleich nochmal an. Aber vorweg schon mal, wir können hier 25 mm schwarzes Acryl bearbeiten, 12 mm MDF-Platten und 30 mm Kiefer. Wie 0,3 mm Edelstahl. Nur mal so als Orientierung, wie viel Leistung der Laser hier eben da mitbringt. Ansonsten finde ich sehr interessant, wir können hier zwischen 70 und 35 Watt umstellen. Sorgt natürlich auch für die Genauigkeit von diesem Laser. Und damit man da mal eine Vorstellung hier hat, also bei 70 Watt haben wir einen Laserpunkt, der ist 0,12 x 0,18. Und bei 35 Watt 0,08 mal 0,12, also 30% kleiner wäre der Laserpunkt, wenn man hier umschaltet. Hat natürlich gewisse Vorteile. Ich habe ja einiges gemacht und da würde ich mal sagen, gucken wir uns auch das eine oder andere gleich mal an. Wir fangen mit was
kleinem an, weil man muss ja oftmals auch hier erstmal so ein bisschen sich reinfinden in die Laser und habe dann hier einfach mit einem Schnitt angefangen. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit über Lightburn, auch über GRBL, wie auch natürlich über Adam's Tech Studio hier zu agieren. Ich habe jetzt, weil ich immer damit arbeite, das Ganze in Lightburn gemacht. Wie gesagt, ihr könnt aber auch das kostenlose Adam's Tech auch probieren, dieses Studio. Das ist natürlich auch möglich, ist dann möglich auch mit dem Handy drauf zu greifen, ist auch für nicht nur für Android, sondern auch für Apple und so weiter gedacht, kann man auch da benutzen, ist nicht hier nur Android gebunden. So, auf jeden Fall das schon mal als Information, kann man auch fürs Windows installieren, also auch wenn jemand mit dem Laptop arbeitet, ich arbeite mit dem Laptop immer, wie gesagt. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an, das ist jetzt nichts Besonderes, das war einfach ein hauchdünnes Pappholz mit 4 mm, war überhaupt kein Ding für den Laser, der ist da durchgegangen wie Butter und man sieht es jetzt hier auch unten drunter, ich habe das noch drin gelassen, war auch ein sehr, sehr schneller Vorgang gewesen, nichts Spektakuläres tatsächlich, das war einfach mal fürs Gefühl bekommen, wo stehe ich denn mit dem Laser, damit man ein bisschen da ein Gefühl dafür bekommt. Ja, interessanter wird es hier, da habe ich natürlich einmal den Link hier gelasert, kann man sich auch einmal unten drunter anschauen. Hier sieht man es sehr schön, also das Ast müsst ihr euch natürlich dann wegdenken, da hat er natürlich drüber gelasert. Aber es geht ja um den Versuch, einfach sowas darzustellen. Und wir sehen sehr, sehr schön, wie hier auf diesem Holz auch die Maserungen sind noch zu erkennen. Einfach als Probe generell das Bild erzeugt wird und wie schön es umgesetzt wird. Das Ganze habe ich tatsächlich noch mit 70 Watt gemacht, habe ich vergessen umzustellen. Ist aber nicht so tragisch tatsächlich, ging jetzt hier ganz gut. Ich habe später dann noch andere Sachen gemacht. Da habe ich natürlich speziell drauf geachtet, hier eben bei 35 Watt eben das Muster zu erstellen. Kommen wir gleich drauf. Ansonsten hier nochmal etwas, habe ich schon mal vorgestellt. Das ist Stonehenge und zwar habe ich hier einfach mal das gelasert. Hätte ein Tick dünner sein können, aber ich war so ganz zufrieden tatsächlich. Schaut es so ganz gut aus. Ich hätte, wie gesagt, ein Tick dünner das Ganze einstellen können. Da scheint halt eben die Sonne, das Bild schaut sehr hell aus. Und damit, da muss man sich ein bisschen antasten und dann kommt man da schon ein bisschen rein. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe ja dann, bevor wir zu dem Altholz kommen, noch vorher mit dem Schiefer gearbeitet. Fand ich nämlich, ihr wisst es, wer meinen Kanal verfolgt, dass ich Schiefer über alles liebe, weil sich das so hervorragend bearbeiten lässt. Auch da muss man ein bisschen immer arbeiten. Finde es mal ganz gut. Ich habe mal letztens eine Frage gehabt, wie ich auf die Werte komme und so weiter. Ich zeige es euch mal. Ich habe so kleine Schieferblättchen da gekauft. Da probiere ich immer aus. Das Bild ist relativ klein, einfach da vorerst hier anzubringen und dann schaue ich mal immer ein bisschen, wie viel kann ich denn ausbessern. So, ich will es euch einfach mal ganz kurz unter der Kamera zeigen, wie ich das einfach immer mache. Und ihr seht übrigens hier im Hintergrund schon dieses Altholz. Also hier sieht man, dass ich hier im Kleinen, im Schiefer immer so kleine Sachen hier ein Laser und gucken wir das mal an, wie das ausschaut und dementsprechend agiere ich dann immer und stelle dann immer nach. In der Praxis schaut es dann übrigens so aus, ich kann es euch auch mal zeigen in der Herstellung, wie das Ganze hier so durchläuft. Und ich habe hier natürlich mir schon, es hat schon lange gedauert, schon Mühe gegeben bei dem Ganzen. Und ich finde, das ist ein mega, mega, mega geile Geschenkidee oder Gastgeschenk oder ist, wenn man so etwas macht. Ich habe das immer, dieses kleine Küchenbett. Ich habe ja schon mal hier ein großes, hier habe ich jetzt mal kleinere verwendet. Finde ich fast ein bisschen, wie gesagt, wie so als Gastgeschenk, einfach ideal. Und das nur als Idee noch nebenbei. Guckt euch das mal unter der Kamera an. Das Ergebnis ist nämlich hier wirklich tipptopp gelungen. Habe, wie gesagt, mich echt da reingehängt. So, und jeder, der jetzt natürlich Fallout sich angeschaut hat, der wird es gleich erkennen. Hier möchte ich nur erwähnen, also falls jemand es gewerblich nutzen möchte, das ist natürlich lizenziert und natürlich auch verboten, gell, zu verkaufen, da muss man nicht drüber reden. Aber jetzt für den Eigengebrauch ist es natürlich hier schon in Ordnung. Ja, gucken wir uns das nächste Bild an. Hier auch mega, mega gelungen das Ganze. Also wie gesagt, es ist hier auf dem Schiefer, hier rausgelasert,
wirklich weltstark das Ganze hier gelungen. Hier kommt etwas, das ist schon bekannt, sehr, sehr schwieriges Muster, muss ich dazu sagen. Da sind alle Figuren drauf und so ineinander, das ist wirklich aufwendig und schwierig tatsächlich, dass alles hier so rauskommt. Aber auch hier diese zwei Kontraste hier in einen Schiefer zu bekommen, das ist nicht ganz so einfach, aber ihr meint sehen's, es ist auf jeden Fall möglich und das schaut schon wirklich, wirklich geil aus. Und dann zu guter Letzt ein relativ einfaches Muster, aber auch da nicht zu unterschätzen, es ist langsam schwer, alle vier untereinander, ist es hier, man sieht es hier in den Ohren, diese bleistiftartigen Fasern hier rein zu bekommen, ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment hier zu scheinen mag. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Und da möchte ich euch noch mal ganz kurz hier dieses Muster zeigen, wo ich das zuerst einfach mal drauf graviert habe. Und ihr könnt jetzt hier erkennen, da ist es mir nämlich nicht gelungen. Ich habe dann auch hier das Mario, hier das nachgestellt und dann habe ich hier noch ein bisschen angepasst und dann natürlich auf gut Glück natürlich gehofft, dass es passt. Ich habe dann kein zweites mehr gemacht, aber so in etwa gehe ich immer vor, so komme ich an die Werte ran. Ich habe auch hier gewisse Werte, die kann ich euch mal einblenden, die ich eigentlich grundsätzlich für alle jetzt genommen habe. Das ist ja auch immer die Kunst, dass wenn man fragt, was hast du für Werte benutzt, ist es mal einfach zu sagen, okay, das sind schon mal die Grundwerte, aber man bearbeitet ja das Bild auch noch nach und das unterschätzt man ein bisschen, weil die Werte ist das eine und das Bild, was ich dann natürlich nutze, das bearbeite ich auch dementsprechend nach, gehe hier runter, den Kontrast, die Helligkeit und da muss man noch ein bisschen spielen und letztlich sind dann die Werte, die man dann benutzt, natürlich abgestimmt auf das Bild. Also so ganz pauschal kann man nicht sagen, nimm die Werte und es gelingt dir. Das ist natürlich so eine Probe. Aber wie man hier sehen kann, hat der Laser hier wirklich tipptopp. Bei 35 Watt habe ich den Schiefer hier natürlich umgesetzt, weil ich hier sehr genau gearbeitet habe. Und das war wirklich, wirklich top. Also diese Ergebnisse, wow, haben mir echt gut gefallen. Habe schon Laser gehabt, da habe ich mir deutlich schwerer getan. Hier mit dem Atom Stack tatsächlich kein Thema gewesen, war auch sehr hervorragend. Wo er auch noch hervorragend war, das ist nämlich dieses Altholz, was ich hier geschnitten habe. Das war natürlich sehr, sehr cool gewesen, weil der Laser hier im zweiten Durchgang wirklich top durchgekommen ist. Im ersten war ich noch ein bisschen zu schnell, fand ich aber auch noch in Ordnung und hier in dem zweiten Durchgang dann auch hier wirklich bin ich da durchgekommen. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, weil man sieht es auch sehr schön, wie hier einfach das Holz dann einfach so durchfällt, nachdem man den Schnitt fertig hatte. Man musste nichts durchdrücken. Da war einfach wirklich Power dahinter. Da sieht man auch, wo die 70 Watt herkommen. Und ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall mega gewesen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns auch dieses auch mal unter der Kamera an. Ich werde es jetzt hochheben, dann wird man gleich sehen, dass diese Steinchen alle rausfallen. Also ist halt so. Also, habe ich nicht extra so dargestellt, sondern tatsächlich ist das wirklich so, 1:1 habe ich das rausgenommen. Hier auch zu erwähnen, ich habe hier diese Unterplatte, diese Wabe habe ich hier von Atom Stack. Das ist eine sehr tolle tatsächlich, weil man kann diese erweitern. Und wenn man diese erweitert, dann passt es auch hier auf diesen riesigen Bearbeitungsfläche, da kann man 4 Stück davon kaufen zur Not, das ist möglich, man kann aber auch selber was machen, man kann auch hier diesen großen Laser, der ist da von den Füßen her so vorbereitet, dass man den auch fest installieren kann, also wie gesagt, jetzt mal kurz zum Holzstück. Also, nur dass ihr eine Vorstellung bekommt, wir haben hier 2 cm, kann man das so sehen, also 2 cm, ein bisschen, na, doch genau 2 cm sind es, ist das Altholz. Welches Altholz kann ich euch gar nicht sagen, bin jetzt auch kein Spezialist, aber 2 cm hier im zweiten Versuch, wunderbar sind wir hier durchgegangen, wir sehen hier gar nichts, ganz leichte Schmauchspuren, ist natürlich auch wirklich Power dahinter, lässt sich aber, das ist noch alles absolut im Rahmen. Und gucken wir uns jetzt das hier nochmal mal so einen Buchstaben hier an, da sehen wir einfach unser Stück hier ordentlich
ausgearbeitet. Ist auch gar nicht so klein, also wenn man hier guckt, ja, vielleicht täuscht es mal ein bisschen. Also wirklich, Picobello ist noch ein bisschen Harz auch mit dabei, das hat ein bisschen mehr geraucht, habe ich auch gemerkt. Aber wir sind hier wirklich super durchgekommen. So, das war echt, echt nice, das Ganze. Also hat echt Spaß gemacht, hat wirklich zeigt die Kosten tatsächlich. Gehört natürlich dazu bei so einem Video. Mehr brauchst du für so eine Schieferplatte, dass ihr mal so eine Orientierung habt. Ungefähr 40 Minuten. Bei meinen Einstellungen jetzt fürs Holz tatsächlich hat es hier fast eine Stunde gedauert. Also so ein Holzstück, da ist man schon fast eine Stunde drüber. Auch da kann man wahrscheinlich noch optimieren. Es ist natürlich alles möglich. Ich habe mich da jetzt einfach an meinen Erfahrungswerten gerichtet und war aber trotzdem jetzt mit dem Ergebnis. Das Ergebnis muss ja am Schluss passen, ist natürlich immer so eine Sache. Ja, Schutzbrille ist auf jeden Fall mit dabei, immer verwenden, ganz, ganz wichtig. Wir haben hier Sicherheitsvorkehrungen. Adamstack achtet natürlich darauf, wir haben einen Kippschutz, der erkannt wird und gleichzeitig aber auch eine Flammenerkennung. Das so nebenbei, also Sicherheit geht immer vor, deswegen habe ich es auch nie unbeobachtet laufen lassen. Ist halt eine Stunde, wo man ein bisschen mit dabei ist, man sollte halt immer wieder mal gucken. Gerade wenn es hier in das Schneiden geht, da sollte man auf jeden Fall immer dabei bleiben, weil da kann schnell was passieren. Ja, das auf jeden Fall zu diesem Laser und ich schaue gerade eben, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir haben natürlich ein erstes dabei. Wo habe ich den hingestellt? Der ist nämlich hier vorne. Den habe ich nämlich fast vergessen. Der ist dabei. Der ist stufenlos. Das ist nämlich der F60, glaube ich, heißt der. F60. Er ist, er schafft 60 Liter pro Minute. Das auf jeden Fall auch ganz nice. Habe ich verwendet. Sollte man verwenden. Kann man natürlich, wie ihr wisst, in Lightburn auch aktivieren. Zuschalten, so rum kann man sagen, wird automatisch von der Steuerung erkannt. Und was noch sehr wichtig ist, habe ich fast vergessen, sehr wichtig, für mich sehr, sehr wichtig, für einen anderen nicht so, für mich persönlich schon, wenn der Laser nicht arbeitet, ist der Lüfter auch aus. Das bedeutet, der Lüfter, der da oben drin ist, der hat natürlich aufgrund der Größe auch eine gewisse Lautstärke natürlich, wenn der den Laser runterkühlt, so. Wenn der Laser aber aus ist oder fertig ist mit der Arbeit, ist der Lüfter auch aus. Also man kann hier ganz bequem, der Laser ist an, am Laptop arbeiten. Man kann hier schön den Rahmen abfahren, da ist ja auch so ein Laserkreuz mit dabei. Und da ist der Lüfter aus. Und erst wenn man hier mit dem Bearbeiten startet, geht auch der Lüfter an. Das ist so viel angenehmer, wenn man hier nebenbei arbeitet. Bei den anderen, wenn man am Laptop noch arbeitet und das Ding dreht und dreht und dreht, dann muss man den immer ausschalten, weil das rauscht dann irgendwann auch in den Ohren weiter. Auf jeden Fall finde ich das mal ganz wichtig, deswegen erwähne ich das noch einmal. Ansonsten haben wir hier auch hier vom verbauten System hier die Führungen. Da wackelt auch nichts rum. Das ist wirklich ordentlich verarbeitet alles. Also der Laserkopf, der hat hier auch kein Spiel oder irgendwas. Der ist hier minimal. Die Achse, die jetzt halt hier noch verstellt werden kann, die wird dann auch automatisch, wenn man den Laser verwendet, wird die verriegelt. Man wird durch den Autofokus bewegt es sich ja. Da ist dann eine Verriegelung drin, das ist dann sehr starr das Ganze. Und man sieht es dann auch auf den Ergebnissen, auch hier bei der Wiederholgenauigkeit von meinem Schnitt. Da musste ich ja zweimal durchfahren, auch hier war nichts, wo man erkennen könnte. Also diese Genauigkeit, die der Hersteller euch auch angibt, die vertraue ich jetzt einfach mal, weil ich sehe hier auch keine Abweichung von irgendeinem halben Millimeter oder irgendwas. War nicht der Fall gewesen, deswegen auch das Ergebnis so gut gewesen, dass beim zweiten Mal hier der Laser schön durchgekommen ist. So, das ist auf jeden Fall hier zum Laser. Habe ich denn noch irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Wie gesagt, ist ein Riesenteil, schon geil. Lässt sich was machen, braucht man auf jeden Fall Platz. Und die Bedienung ist, wie gesagt, sehr simpel, man kennt es. Was ich aber noch erwähnen möchte, wir haben ja hier natürlich Kabel, ist alles dabei. Wir haben hier zum Laptop haben wir die Möglichkeit, über USB-C und über USB-A eben das Ganze anzuschließen. Ist sehr bequem, ist dadurch und flexibel. Ansonsten bringt der Laser alles mit, was man braucht. Und ich hoffe, ich habe alles erzählt und falls nicht, könnt ihr natürlich das in der Beschreibung unten nachlesen, da ist natürlich die Verlinkung da. Ihr könnt natürlich auch fragen, ich versuche es zu beantworten. Und ihr könnt natürlich ein Abo da lassen und vor allen Dingen auch ein Like. Würde mich sehr darüber freuen und ich hoffe, ich habe hier echt nichts vergessen. Ist ein super geiler Laser. Ich gucke dann eben noch, wir haben hier natürlich einen USB-Stick noch dabei und ein Reinigungstuch für einen Laser.
Das ist noch mit dabei. Montage ist sehr, sehr simpel. Das sind ein paar Schrauben. Der Laser kommt nicht komplett fertig eingebaut. Wäre auch ein Riesenpaket tatsächlich. Aber ist in den Grundbausteinen hier schon in 4-5 Teilen zerlegt. Und dann schraubt man hier das so zusammen. Also wirklich auch simpel. Ich habe früher noch Laser, die ersten Laser, wo ich zusammengeschraubt habe. Das war ja wirklich ein Riesending. Aber auch hier muss man den zugute heißen, hier sind in den Tüten, die sind einzeln beschriftet, Stufe 1 oder Step 1 bis, keine Ahnung, Step 6 ist dann hier alles auch in den Tüten, hier ordentlich verbaut, man weiß, welche Schrauben man benutzen muss. Sehr, sehr einfach, sehr simpel, für jeden Laien geeignet, hier den Laser zusammenzubauen. Ja, und die Anschlüsse sind auch so simpel wie auch die restliche Montage. Also, alles dabei. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe nichts vergessen, ansonsten freue ich mich natürlich, auch wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Einstein.